Herr Benedikt, herzlich willkommen hier beim Wirtschaftsbank Bayern in Kempen. Freut mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir werden ja danach ein bisschen mehr zur Inflation hören, aber vielleicht ein paar Fragen vorab. Die Inflation ist zuletzt ja ein bisschen zurückgegangen. Ist damit zu rechnen, dass die EZB jetzt die Strategie der Zinserhöhung stoppt? Also zunächst mal ist es richtig, dass wir den Höhepunkt der Inflation hinter uns haben. Den haben wir ja im vierten Quartal 2022 erreicht mit Inflationsraten in Deutschland von 11,6%, also historisch höchster Stand seit Gründung der Bundesrepublik, und auch im Euroraum hatten wir fast 10%. In der Tat ist die Inflationsrate in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen, aber sie ist nach wie vor sehr, sehr hartnäckig. Das sehen wir auch an der Kerninflation. Die Kerninflation ist ja die Inflation, die bereinigt ist um die volatilen Größen, Nahrungsmittel und Energiepreise. Und wir sehen, dass sich die Inflation, die ja ursprünglich angestoßen worden ist durch die Lieferengpässe und durch die Energiepreissteigerung, dass sich die jetzt förmlich in die Wirtschaft hineingefräst hat, dass sie sich also auf alle Bereiche der Wirtschaft ausgedehnt hat. Das ist an der Kerninflationsrate deutlich erkennbar, die ja bei 5,5% ziemlich robust verharrt. Und deshalb wird der Kurs der EZB weiterhin sein, dass sie also konsequent die Zinsen erhöhen wird. Frau Lagarde hat ja auch in der Pressekonferenz nach der letzten EZB-Ratssitzung am 4. Mai angedeutet, dass die EZB anders als die Fed keine Zinspause einlegen wird. Also nach jetzigem Stand kann man wohl davon ausgehen, dass sowohl im Juni als auch im Juli nochmal um 25 Basispunkte erhöht wird. Dann kommt die Sommerpause und da muss man sehen im September, wie die Daten aussehen, ob es dann wirklich schon einen nachhaltigen Trend nach unten gibt. Wenn nicht, ist nicht auszuschließen, dass wir auch im Herbst nochmal 25 Basispunkte sehen. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, aufgrund dieser doch sehr robusten Kerninflationsrate muss man davon ausgehen, dass die Terminal Rate, das ist also dann der Peak der Notenbankzinsen, dass die sehr, sehr lange wohl auf dem hohen Stand bleiben wird bis ins nächste Jahr hinein. Und dann besteht die Hoffnung, dass sich 24 allmählich die Inflationsrate dann wirklich deutlich zurückbildet. Wenn nun aber die Zinserhöhung weitergeht, müssen wir dann mit einer neuen Staatsschuldenkrise rechnen? Ja, das Positive ist ja zunächst mal, dass sich die befürchtete, dass der befürchtete Renditeansprung in den Südländern, dass der ausgeblieben ist. Es haben sich also die Spreads zwischen den Mitgliedstaaten, der Spreads für Staatsanleihen zwischen den Mitgliedstaaten in der Europäischen Währungsunion nicht ausgeweitet. Das mag vor allen Dingen auch damit zu tun haben, dass die EZB ja unmissverständlich erklärt hat, dass sie, wenn die Spreads zwischen den Teilnehmerländern ungerechtfertigterweise auseinandergehen würde und damit natürlich die Effektivität der Geldpolitik und der Transmissionsprozess der geldpolitischen Impulse gefährdet wird, dass sie dann das TEPI, dieses neue Programm, das sie aufgelegt hat letztes Jahr, also dieses Transmission Protection Instrument, dass sie das aktivieren würde. Und das, glaube ich, hat die Märkte auch ein Stück weit überzeugt. Aber langfristig, um eine Staatsschuldenkrise zu verhindern, ist es natürlich notwendig, dass die Mitgliedstaaten eine solide Haushaltspolitik betreiben. Ich glaube nicht, dass die diskutierten Aufweichungen der Fiskalregeln dafür hilfreich ist. Am Ende des Tages muss man die Märkte davon überzeugen, dass man seine Staatsfinanzen im Griff hat. Wir erleben ja in den USA momentan eine Art Bankenkrise. Welche Risiken bestehen, dass die zu uns rüberschwappen? Also für die Aufseher, auch für uns in der Bundesbank, war immer klar, wenn die Notenbanken aus dieser ultralockeren Geldpolitik, aus der Niedrig- und Negativzinspolitik aussteigen würden, dass das für die Banken Probleme bringt. Denn die Banken haben in den letzten Jahren natürlich ein großes Portfolio auch an Staatsanleihen angehäuft, niedrig verzinst, und wenn die Zinsen jetzt steigen, dann sinkt natürlich der Kurswert dieser Anleihen. Da gibt es erheblichen Abschreibungsbedarf. Nun ist die Situation in den USA eine andere als bei uns. Wir gehen nicht davon aus, dass es eine systemische Krise ist. Das sind spezifische Probleme der amerikanischen Regionalbanken, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass während der Trump-Ära 2018 internationale geltende regulatorische Vorkehrungen aufgeweicht worden sind, gerade für die Regionalbanken, beispielsweise auch Liquiditätsvorkehrungen, und darunter leiden jetzt
die amerikanischen Regionalbanken. In Europa und in Deutschland sehe ich die Situation anders. Auch deutsche Banken müssen natürlich erhebliche Abschreibungen vornehmen auf ihre Wertpapierbestände. Die BaFin hat mitgeteilt, dass letztes Jahr die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken insgesamt 13 Milliarden an Abschreibungen vorgenommen haben auf ihre Wertpapierportfolios. Aber wenn man weiß, dass im deutschen Bankensystem ein Überschusskapital von 130 Milliarden vorhanden ist, dann sieht man, dass also das für die deutschen Banken sehr, sehr gut verkraftbar ist. Also Stand heute, die deutschen Banken sind sehr, sehr gut kapitalisiert, sehe ich also nicht, dass die spezifischen Probleme, die die amerikanischen Regionalbanken haben, auf das deutsche Bankensystem überschwappen können. Herzlichen Dank und freuen wir uns auf den Vortrag. Danke auch.